Hey Pokéfreunde und Pokénenten, nach 100 Jahren Schlaf zu einem neuen Video. Heute habe ich mal vor, ein Video und kein Livestream zu machen, wie man vielleicht am Titel erkennen konnte. Ich wollte außerdem mal ein bisschen Zeichenkarten-Video haben, I mean, why not? Auf jeden Fall hatte ich heute vor, mit euch über ein paar YouTuber zu reden, die größtenteils weniger Abos haben als ich und die ein wenig pushen oder so eine Art Bewerten-Video zu machen, nur ohne das Bewerten und ohne Push zu versprechen und weniger von beiden. Egal. Ich habe mir ein paar Leute rausgesucht, die ich gerne pushen würde. Und natürlich findet ihr wie immer in der Videobeschreibung ein paar nützliche Links. Gut, dann fangen wir mal an, denke ich. Als erstes fangen wir mit der Person an, die in all meinen Videos verlinkt ist, da er mein cooles Profilbild gemacht hat. Lakitu. Wenn er mal keinen Blödsinn macht oder zeichnet, macht er Best-ofs auf YouTube von Firebro. Zumindest ist das der Content im Moment. Ich denke, er macht bald noch mehr so Stream-Highlights oder so. Auf jeden Fall sind seine Videos echt cool und er gibt sich auch sehr viel Mühe bei denen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Die nächste Person ist Bisa. Und bevor jemand fragt, nein, ich bin das nicht und ich fake diese Person auch nicht. Ich habe fast gar nichts mit der Person zu tun. Gut. Also, wie man sehen kann, hat Bisa viel mehr Abos als ich, weshalb das hier eher kein Push wird. Und wenn, wird er es vielleicht nicht mal merken, lol. Bisa macht meistens Livestreams, zumindest im Moment. Ich kann nicht wirklich was über seinen Content sagen, da ich und selbst er nicht ganz sicher ist, welchen Content er auf Bisa bringen will. Er hat zuletzt dumme Theorien hochgeladen. Wo ich dann mal vermute, er macht sowas in der Richtung. Egal, ihr könnt ihn ja mal verfolgen und ihr könnt auch gerne auf meinem sowie auf seinen Discord-Server kommen. Hust, hust. Als nächstes haben wir Line Games. Psst, Deutschland. Er macht größtenteils Themenvideos und redet da hauptsächlich über Nintendo oder ihre Games. Auch wenn er nicht so krass aktiv ist, solltet ihr ihn doch auch mal abchecken. Natürlich hat er auch einen Discord-Server, den ihr natürlich auch joinen könnt. Aber darauf gehe ich jetzt wohl lieber nicht ein, sonst mache ich wieder Werbung für meinen Server oder Social Medias. Links unten, Link X unten oder seine anderen Namen rechts oben macht ähnlichen Content wie Line Games, was wohl daran zusammenhängt, dass die manchmal zusammenarbeiten und sich einen Discord-Server teilen. Er macht sowas in die Richtung Line Games, aber etwas anders. Zum Beispiel redet er mehr über Themen, die nicht nur ein einziges Spiel betreffen. Naja, es ist schwer zu erklären, aber ihr könnt wie immer auch mal bei ihm vorbeischauen und so. Ihr wisst Bescheid. Falls ihr Cringe mögt oder einfach auch mal lachen wollt, könnt ihr euch ja mal einen Zweitkanal ich meine natürlich nach Tara geben. Ja. Nun ja, bei Natara ist das Einzige, das ich sagen kann, Humor! Seine Videos sollte man nicht ernst nehmen, sondern lieber drüber lachen. Und wer den Humor nicht versteht, wird heute Abend von mir gefilmt. Iggy, das kleine Kellerkind, ist ein kleiner YouTuber, der oft zeichnet und auch bald eine kleine Serie, die sich Fanwurst-Track nennt, rausbringt. Psst, ich bin auch dabei. Seine Zeichnungen sind echt nicht schlecht und selbst ich könnte mir eine Scheibe voll abschneiden. Nachtara sagt jetzt nichts. Wir haben auch zusammen mit Nachtara und Fungi eine YouTube-Gruppe namens Mega, die euch unten verlinkt ist. Außerdem mag er anders ja sehr, so wie ich und... Nein, das ist nicht cringy. Egal, auf zur letzten Person. Zu guter Letzt haben wir Mango oder Mangotendo oder Mango Watch oder wie auch immer. Er sagte mir, das sei sein momentaner Channel, lol. Auf dem Kanal macht er, glaube ich, Overwatch oder so. Wait. Wo ist Overwatch? Naja, wie auch immer. Wie ich sehe, macht er Fortnite. Naja, keine Ahnung, ob die Videos gut sind und ich werde es auch nicht herausfinden. Ich meine, es ist fucking Fortnite. Fortnite! Naja. Schaut ihn euch an und so. Links in der Beschreibung oder so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das gefallen hat und schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch diese Art Domix, Thaddeus, Wolfichu oder wer auch immer noch solche Figuren im Video hat, Video gefallen hat. Ich hoffe, euch hat die meisten Personen auf der Liste gefallen und schaut mal bei denen vorbei. Und mal sehen, ob ich mal einen zweiten Teil davon mache oder so. Und wer einen der Personen hatet, der wird von mir persönlich richtig hart gefisst.